Ja, ich sage immer, ein Pferd kann, da kann ein Hubschrauber nebenher fliegen oder was weiß ich. Da passiert nichts und dann kommt eine Mücke vorbeigeflogen und dann fragt man sich, warum ziehst du dir jetzt das Strick durch die Hand und rennst weg, ne? Aber das ist das bei Pferden, ne? Mein Vater ist mit der Pferdepension angefangen vor gut 20 Jahren. Wir sind mit 6 Pferden angefangen und sind so langsam immer weiter gewachsen. Also das war eigentlich als Kind schon immer mein Traum, dieses weiterzuführen. Den Betrieb, den wir vorher hatten mit Kühen und Rindern, das war einfach nicht tragbar. Dafür waren wir zu klein. Und ja, so sind wir dann in die Pferdepension gekommen. Mein Tagesablauf hier auf unserem Betrieb ist morgens mit der Pferdefütterung, also oder beziehungsweise morgens fürs Frühstücken mit der Familie. Und dann geht's raus, circa so um 7, 7:30. Zwischendurch auch zusehen, dass auch wie es den Pferden so geht. Oder wenn ich damit durch bin, dann werden die Reitplätze begradigt für die Reiter, die dann im Laufe des Vormittags dann schon kommen. Dann fangen wir an, die Pferde rauszustellen auf die Weiden. Und dann geht's los mit der Stallarbeit. Ne? Gegen Nachmittag holen wir dann die Pferde wieder rein. Und dann gegen Abend, ab 5, 6, fangen wir dann wieder an zu füttern. Hafer, das ist eigentlich so die letzte Arbeit dann. Gute, schlechte Zeiten, es sind einfach 365 Tage im Jahr, die man da sein muss. Silvester, Ostern, Heiligabend, da muss ich morgens auch um 7, 8 Uhr im Stall stehen und die Pferde füttern. Gut, es gibt, wie gesagt, es gibt immer mal Tage, da könnte man sagen, danke, warum hat man sich das angetan? Ne? Aber es macht schon Spaß, mit den Pferden umzugehen, wenn man sich damit befasst, auch die geben einem was zurück. Wir haben einen sehr hohen Standard eigentlich bei uns, vom Service her. Wir bringen, was viele Einsteller eigentlich haben wollen, dass wir die Pferde auf die Weide bringen, dass sie sie runter wiederholen, dass der Besitzer in Ruhe zur Arbeit gehen kann oder auch in Urlaub fahren kann, ne? Und weiß, dass ihr Tier oder ihr Pferd gut versorgt ist, ne?